möchte jetzt nicht sagen, dass das auch ein bisschen was mit Aberglauben zu tun hat, aber vieles wird eben so gemacht, wie das damals Juri Gagarin gemacht hat. Das war eine Ruinenstadt. Ich meine, die Eindrücke mit diesen Fernwärmeleitungen, die da über die Straße gingen, verrostet und leckend. Einige Sachen sind bei den Russen anders, aber nicht schlechter. Kosmodrom Baikonur, kurz vor Sonnenaufgang. Eine Sojus-Rakete rollt hinaus zum Startplatz. In 3 Tagen soll sie die nächste Besatzung ins All bringen. Wer auf die internationale Raumstation ISS will, muss von hier starten. Auch Astronauten aus dem Westen. Undenkbar noch vor wenigen Jahren, denn dieser Ort inmitten der Steppe Kasachstans war eines der größten Geheimnisse der Sowjetunion. Wir sind etwas über 2 Wochen vor dem Start nach Baikonur geflogen und dann auch bis zum Start da geblieben. Und das war in der Tat eine vollkommen neue Erfahrung. Man sieht von dieser Stadt eigentlich sehr wenig. Man landet dort auf dem Flughafen, das ist eine relativ öde Gegend, fährt dann mit dem Bus durch diese Stadt, dann fällt es einem schon auf, dass das jetzt nicht gerade den neuesten Eindruck macht, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Naja, da muss man sagen, mir ging es anders. Ich war nicht zum ersten Mal in Russland und auch nicht zum ersten Mal in Kasachstan. Ich kannte die ganzen Geschichten. Und was da Kamele sind, das war mir klar. Baikonur ist eine Stadt, die zu Sowjetzeiten Mitte der 50er Jahre buchstäblich aus dem Nichts erschaffen wurde. Eine Stadt, die heute 60.000 Einwohner hat und in ihrer relativ kurzen Geschichte schon viele Namen trug. Tjuratam, Tsarja, Taschkent 90, dann Leninsk, schließlich Baikonur. Eine Stadt, die nur zu einem Zweck erbaut wurde, Raketen in den endlos blauen Himmel über ihr zu schießen. Aber eigentlich ist Baikonur gar nicht Baikonur. So hieß nämlich eine unbedeutende Bergbausiedlung, ein paar hundert Kilometer entfernt. Ein Trick, um westliche Geheimdienste zu verwirren. Baikonur liegt günstig, um Raketenstarts durchzuführen. So nah wie möglich am Äquator und vor allem in unbewohntem Gebiet. Aber gäbe es nicht die Raketenstarts, niemand würde hier wohl freiwillig siedeln wollen. Die Gegend ist lebensfeindlich, trocken und trostlos. Plus 40 Grad im Sommer wechseln sich ab mit minus 40 Grad im Winter. Im Freien aufhalten kann man sich eigentlich nur im Frühling und Herbst. Ohne den Fluss Syrdarja und sein Wasser könnte Baikonur nicht überleben. Viktor Kulepjetow, Jahrgang 47, hat sein Leben lang in Baikonur gearbeitet. Er war Raketeningenieur, wie schon sein Vater. Der half nach dem Zweiten Weltkrieg, die Reste der deutschen V-2-Raketenproduktion in die Sowjetunion zu schaffen. Das sowjetische Militär hatte früh die Bedeutung von Raketen als Träger von Atomwaffen erkannt. Nach Experimenten nahe Moskau suchte man nach einem besseren Gelände für die Entwicklung der ersten Interkontinentalraketen. Die Wüste Kasachstans bot hierfür gute Voraussetzungen. Entlegen, einsam, aber mit Eisenbahnanschluss. Die Wahl fiel auf Tjuratam, eine kleine Siedlung an der Bahnstrecke Moskau-Taschkent. Ab dem Frühjahr 1955 wurden mehrere tausend Bausoldaten der Roten Armee nach Tjuratam abkommandiert, um das neue Testgelände zu errichten. Die Pioniere lebten und arbeiteten unter nahezu unmenschlichen Bedingungen. Die Abschussanlagen hatten Vorrang im Rennen um die Raketentechnik. Baikonur war von Beginn an eine militärische Operation. Die schwerste Zeit war in den 50er Jahren, als unsere Stadt aus der Wüste entstanden ist. Damals hatten wir keine Möglichkeit, Lebensmittel zu lagern oder frisch zu halten. Es gab keinerlei Komfort. Alle Kraft wurde für den Bau der Startanlagen für die Raketen verwendet. Die Menschen haben so gelebt, wie es die Verhältnisse erlaubt haben. Wenn wir jetzt hinunter zum Flussufer gingen, könnten wir die Erdlöcher sehen, in denen die Menschen gehaust haben. Unser Volk überlebt überall,
unter allen Bedingungen. Je schwieriger die Lage, desto größer ist der Überlebenswille. Sergei Koroljow wird Chefkonstrukteur des russischen Raketenprogramms. Im Westen ist er damals so gut wie unbekannt. Seine Devise: Je einfacher eine Konstruktion, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder. Auf seiner R-7-Rakete basiert bis heute die bemannte russische Raumfahrt. Mit ihr wird der erste Satellit Sputnik 1 in den Erdorbit geschossen. Ein deutliches Zeichen, dass die Sowjetunion im Rennen um den Weltraum vorn liegt. Aber auch beim Bau von militärischen Interkontinentalraketen. Ein Schock für den Westen. Nur einen Monat später fliegt das erste Lebewesen in den Weltraum. Eine Rückkehr ist nicht vorgesehen. Die Hündin Laika stirbt bereits wenige Stunden nach dem Start, vermutlich an einem Hitzschlag. Geplant war, sie nach 10 Tagen mit vergiftetem Futter einzuschläfern. Am 24. Oktober 1960 ereignet sich in Baikonur der schlimmste bekannte Raketenunfall. Während der Startvorbereitungen explodiert eine militärische R-16-Rakete. Mehr als 120 Menschen kommen um, darunter viele wichtige Spezialisten des Raumfahrtprogramms. Ein Rückschlag auch für die Pläne, den ersten Menschen ins All zu schießen. Koroljow plant, seine R-7 um eine Stufe zu erweitern und so eine kugelförmige Kapsel mit einem Kosmonauten an Bord in den Orbit zu bringen. Ende 1960 sind 6 Luftwaffenpiloten in der Auswahl für den ersten Flug und werden für den Einsatz geschult. Darunter Juri Gagarin und German Titov. Mit einfachsten Mitteln hält sich die Gruppe fit für den Start. Um Entwicklungszeit zu sparen, gibt es kein System für eine weiche Landung. Der Kosmonaut soll in 7 Kilometern Höhe per Schleudersitz aus der Kapsel geschossen werden und mit einem Fallschirm landen. Ein letzter Test im März 1961. Start, Orbit und Wiedereintritt mit einer Kosmonautenpuppe an Bord. Im Innern des Druckanzugs sind Meerschweinchen mitgeflogen. Sie haben überlebt. Das Vostok-Raumschiff ist einsatzbereit. Plötzlich, mitten am Tag, kam eine Durchsage im Radio. Dies sind alle Radio- und Fernsehsender der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Hiermit geben wir eine wichtige Regierungsmitteilung bekannt. Das wurde mehrfach wiederholt. Wir sind alle aufmerksam geworden und haben uns Sorgen gemacht, dass etwas Schreckliches passiert wäre. Es ist aber nicht etwa ein Atomkrieg ausgebrochen, sondern Juri Gagarin startet ins All. Gagarin ist großartig, sagt der russische Kommentator, voller Energie und fröhlich. Die ersten Schritte ins Unbekannte. Sein oder nicht sein? Wird der Mensch für immer an die Erde gebunden sein? Zeder, hier Morgenröte 1, Achtung, 1 Minute bis zum Start. Es wurde durchgesagt, dass der erste Mensch, der Bürger der UdSSR, Major Juri Alexejewitsch Gagarin, im Weltraum sei. Die Freude und der Jubel waren nicht zu beschreiben. Wir Schüler hatten gerade Nachmittagsunterricht. Unsere Lehrerin hat uns einen Aufsatz schreiben lassen. Wie habe ich diesen Tag empfunden?
Nach 108 Minuten und einer Erdumkreisung ist der Flug vorbei. Gagarin hat überlebt und wird als Held gefeiert. Jubel in Moskaus Straßen. Ein gewaltiger Propagandasieg für die Sowjetunion. Auch die erste Frau im Weltraum kommt aus Russland. Im Juni 1963 umkreist Valentina Tereshkova, Büglerin und Fallschirmspringerin, mit Vostok 6 insgesamt 59 Mal die Erde. Welche Freude, wieder auf der Erde zu sein. Der erste Weltraumspaziergang. Alexei Leonow schwebt 12 Minuten lang frei im All. Die Live-Übertragung des Funkverkehrs im Radio wird erst unterbrochen, als die Mission fast schief geht. Leonows Raumanzug bläht sich durch den Druckunterschied zum Vakuum des Alls so auf, dass er es kaum zurück in die Kapsel schafft. Erst als er Luft aus dem Anzug ablässt, gelingt das Manöver. Seine Selbstmordpille braucht er nicht. Es folgt Baikonurs Blütezeit. Die Stadt und ihre Bewohner trotzen den lebensfeindlichen Bedingungen, den Sandstürmen im Sommer und Schneestürmen im Winter. Ein Film von 1967 zeigt voller Stolz die Errungenschaften. Immer mehr Techniker werden für das Weltraumprogramm, vor allem aber für die militärische Forschung an Interkontinentalraketen nach Baikonur versetzt. Viele lassen ihre Familien nachkommen. Der rasch wachsende Bedarf an Wohnraum wird mit schnell und billig hochgezogenen Plattenbauten gedeckt. Damals gilt das als die fortschrittlichste und ökonomischste Methode des Wohnungsbaus. Schließlich hat Baikonur über 100.000 Einwohner. Die Stadt wird nach außen dargestellt als friedlicher, ziviler Ort voller Lebensfreude. Das Kaufhaus am zentralen Platz, Symbol für Wohlstand und Entwicklung. Mit dem Interkosmos-Programm öffnet sich die sowjetische Raumfahrt Mitte der 70er Jahre für die sozialistischen Bruderstaaten. Im Austausch für Technologie, etwa Spektralkameras von Carl Zeiss Jena. Für die DDR soll Luftwaffenoberstleutnant Sigmund Jähn als erster Deutscher ins All fliegen. Die russischen Partner wissen genau, wen sie mitnehmen wollen. Und da kamen aus der ganzen DDR, aus den Luftstreitkräften, nur Leute in Frage, nur Flieger. Da war noch ein Nebensatz, möglichst Jagdflieger. Jagdflieger, der Stoff, aus dem die Helden sind. Entscheidungsfähig, stressresistent, risikobereit. Und der Zusatzbonus, als DDR-Offiziere bringen sie zwangsläufig politische Zuverlässigkeit und Engagement für den Sozialismus mit. Fast 8 Tage verbringt Jähn auf der Raumstation Saljut 6. Nach 125 Erdumkreisungen kehrt er zurück. Den Kosmonauten von Sojus 31 sieht man die Strapazen der Landung nicht an, die viel härter ausgefallen ist als geplant. Starker Wind schleift die Kapsel durch die Steppe. Sie überschlägt sich mehrfach, bevor Kommandant Bykowski es schafft, den Fallschirm abzutrennen. Sigmund Jähn trägt bleibende Rückenschäden davon. Im Sternenstädtchen empfängt man die Kosmonauten als Helden, die ihre Aufgaben glänzend durchgeführt haben. Parade mit Staatschef Honecker in Berlin. Jähn darf sich jetzt Fliegerkosmonaut nennen, bekommt den Orden Held der DDR und Held der Sowjetunion verliehen. Applaus 1988, 6 Jahre nach den USA, haben die Russen ihre eigene Raumfähre Buran einsatzbereit. Sie sieht aus wie ein Zwilling des Space Shuttles. Es gibt aber technische Unterschiede. Buran hat keine eigenen Triebwerke, sondern fliegt auf einer gewaltigen Trägerrakete ins All. Und sie kann ohne Besatzung starten. Die Entscheidung,
diese Entwicklung zu beginnen, die war natürlich politisch motiviert, um zu zeigen, welche Leistungsfähigkeit das eigene System hat. Und man muss sagen, dass man gerade bei Buran, auch wenn es nur einmal geflogen ist, doch enorme Erfolge zu verbuchen hatte. Es war ein System, was vollautomatisch gestartet und wieder gelandet ist. Aber man hat dann eben aus Kostengründen gesagt, gut, das passt in unsere weitere Strategie nicht rein, hat sich deshalb davon verabschiedet. Nach zwei Orbits landet Buran wieder in Baikonur. Danach wird die Raumfähre eingemottet. Der Zerfall der Sowjetunion 1991 bedeutet das endgültige Aus. Im Februar 1997 fliegt Reinhold Ewald mit zwei russischen Kollegen von Baikonur aus für zwei Wochen ins All. Nach dem Ende von Buran setzen die Russen wieder auf ihr bewährtes Sojus-Trägersystem und bringen seit Beginn der 90er Jahre immer mehr westliche Astronauten auf ihre Raumstation Mir. Nicht zuletzt, um mit den Einkünften aus dieser Kooperation die leeren Kassen zu füllen und ihr Raumfahrtprogramm am Leben zu erhalten. Zwei Jahre zuvor, vom September 1995 bis Februar 1996, verbringt der ESA-Astronaut Thomas Reiter insgesamt 179 Tage im All. Das ist der längste Flug eines nicht-russischen Astronauten. 10 Jahre später geht er auf eine weitere 6-monatige Langzeitmission zur internationalen Raumstation ISS. Heute sind Astronauten aus dem Westen, die für ihren bevorstehenden Weltraumstart in Baikonur ankommen, eher die Regel als die Ausnahme. Nachdem die USA ihr Space Shuttle außer Dienst gestellt haben, bietet das russische Kosmodrom mit seinen Sojus-Raketen derzeit die einzige Möglichkeit, auf die Raumstation ISS zu gelangen. Die Vorbereitungen für einen Start folgen stets demselben Schema. Seit Gagarins Zeiten hat sich fast nichts geändert. Man könnte fast sagen, da ist eine Menge Tradition auch dabei. Das läuft eben immer nach der gleichen Prozedur ab. Und das gilt eben auch für viele dieser technischen Prozesse, die im Vorfeld eines Starts ablaufen, wo dann also die Kapsel auf die Trägerrakete montiert wird, die Abnahme der Kapsel durch die Crew. Man trifft dort dann wirklich über die Jahre in gleicher Art und Weise die Techniker, die das machen. Man hat dann natürlich auch so kleines geselliges Beisammensein mit denen, Ersatzcrew trinkt dann traditionell mit denen einen Schluck Wodka. Also das ist alles sehr traditionsbewusst dort. Wie alle russischen Raketen wird die Sojus waagrecht zusammengesetzt und erst auf der Startrampe aufgerichtet. Die Sojus-Rakete ist noch immer das Arbeitspferd der russischen Raumfahrt. Obwohl es über die Jahre hinweg immer wieder Weiterentwicklungen und Verbesserungen gab, ist der grundlegende Aufbau derselbe wie bei ihrem ersten Einsatz vor über 40 Jahren. Mit über 850 Starts ist sie heute die dienstälteste und meistgeflogene Rakete der Welt. Nach der aerodynamischen Verkleidung wird das Rettungssystem montiert. Es besteht aus 4 Feststoffraketen. Bei einem Fehlstart ziehen sie das Raumschiff mit den Kosmonauten aus der Gefahrenzone. Danach schwebt die Kapsel am Fallschirm zu Boden. Der Besatzung von Sojus T10 rettet dieses System das Leben. Bei den Startvorbereitungen gerät Treibstoff in Brand. Eine Katastrophe droht. Da sind also 2 Ingenieure in unterschiedlichen Räumen. Wenn da ein Parameter aus dem Ruder läuft, müssen sie einen Knopf drücken, und zwar beide gleichzeitig, unabhängig voneinander. Und dann wird das Rettungssystem ausgelöst. Aber die Steuerkabel sind schon durchgeschmort. Erst nach 20 Sekunden kann das Rettungssystem per Funk aktiviert werden. Mit dem 17-fachen der Erdbeschleunigung schießen die Kosmonauten Titov und Strekalov in den Nachthimmel. 2 Sekunden später explodiert die Rakete. Die beiden haben dann erzählt, das habe ich selbst von ihnen gehört. Die Titov war da einer davon. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschah, als sie plötzlich schon wieder auf der Erde ihre eigene Rakete abbrennen sehen haben, 500 Meter neben der Rakete.
Immer bei Sonnenaufgang, wie es die Tradition vorschreibt, wird die Sojus 3 Tage vor dem Start von der Fertigungshalle zur Startrampe gefahren. Alexander Gerst, deutscher ESA-Astronaut, ist Mitglied der Ersatzmannschaft und zum ersten Mal in Baikonur. Baikonur war sehr viel schöner, als ich es eigentlich erwartet hatte. Ich war eigentlich in dem Eindruck, dass das eine ganz wüste Militärstadt ist und die Landschaft drumherum auch nicht besonders toll. Aber im Gegenteil, ich war ein paar Mal laufen am Fluss, am Sirdarya, und ich finde, das ist eine schöne Landschaft. Sie erinnert mich so ein bisschen an andere Wüstenlandschaften, wo ich war. Und, ich finde auch, dass die Atmosphäre großartig. Es macht Spaß, da zu sein. Natürlich auch die Crew zu sehen, die jetzt startet in 3 Tagen. Und damit dabei zu sein, ist eine großartige Erfahrung. Für uns ist es natürlich ein guter Probelauf, weil wir jetzt dabei sind. Wir sehen alle Abläufe vom Ankommen in Baikonur bis zum Start der Rakete. Und wir können einfach nur mal zuschauen. In einem halben Jahr geht es dann für uns selbst los. Das heißt, für uns ist es eigentlich ganz, ganz entspannt hier im Moment. Das heißt, wir sind jetzt auch da, schauen uns die Rakete an. Wir haben in den letzten 3 Tagen schon gesehen, wie die montiert worden ist. Wir waren bei den Fit-Checks dabei. Wir haben uns das Raumschiff angeschaut, wie es vollgepackt war. Und es ist schon mal daran gewöhnt, wie es ist, jetzt selbst drin zu sitzen. Und es ist ein guter Probelauf. Alexander Gersts Kommandant Maxim Sorajew ist schon einmal von Baikonur ins All gestartet. Die beiden anderen Mitglieder der Backup-Crew sind Raumflug-Neulinge und sehen so zum ersten Mal die Sojus-Rakete wenige Meter neben ihnen vorbeifahren. Startrampe LC-1. Mit einem hydraulischen Arm wird die Sojus aufgerichtet. Danach kommt der Treibstoff, flüssiger Sauerstoff und Kerosin in die Tanks. Nach letzten Tests ist die Rakete dann startbereit. Ein hunderte Male erprobtes Verfahren, das bei allen Beteiligten, auch der Besatzung, ein Gefühl der Zuversicht schafft. Ich habe die russische Raumfahrt eigentlich immer als am Menschen orientiert empfunden. Also das war nicht nur alles im 5-Minuten-Takt auf den Start hin, Tischtennis spielen oder welche bescheidenen Möglichkeiten da waren. Das Schwimmbecken, was eigentlich für die Erholung der Astronauten da war, war außer Betrieb genommen wegen bakterieller Bedenklichkeiten und Ähnliches. Also da konnte man sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass jetzt da ein Wellnesshotel. Aber es war etwas, wo man auch dank dieser Rituale, dank der Tradition gut auf den Weg geleitet wurde, sich nicht allzu viel jetzt mit den möglicherweise fatalen Folgen eines Fehlstarts oder Ähnliches vertraut zu machen. Eine der Traditionen, jedes Crewmitglied pflanzt einen Baum für die Allee der Kosmonauten. Du bist unser neuer Mann, sag es deinem Mann, dass er nicht kommt. Товарищи, женщины, революция освободила вас. Die weiße Sonne der Wüste, ein Film, den Gagarin am Abend vor seinem Flug sah. Bis heute fester Bestandteil des Startablaufs. Das gehört ebenso dazu. Das ist obligatorisch, am Abend vor dem Start diesen Film anzuschauen. Ich habe den jetzt in der Zwischenzeit, ich weiß nicht wie oft gesehen, aber jedenfalls schon mehr als einmal. Denn auch bei späteren Starts, wo man dann einfach nur als Gast mit dabei war, wurden wir dazu mit eingeladen. Und das gehört mit zu dieser Tradition. Nach Frühstück, das sich nichts von dem normalen Frühstück unterschied, ging es dann raus. Ich habe dann noch die Musik in Erinnerung, die ganzen Helfer, die ganzen Trainer, die ganzen Leute, die uns da versorgt hatten, standen aufgereiht am Eingang. Und es war so sowjetisch-russische Ermunterungsmusik, die einen da begleitete. Dann wird eben ein Lied gespielt, das damals auch Juri Gagarin gehört hat, als er zu seinem ersten Start aufgebrochen ist. Чуть-чуть назад, сделайте полшага назад, пожалуйста.
Dann gibt es die Rituale während des Anziehens des Skafanders und es gibt Äpfel, die dann noch geschnitten werden. Und meine Kollegen zu der Zeit gingen dann auf der Toilette noch ihre letzte Zigarette vorm Start rauchen. War ich ja jetzt nicht dabei, aber das waren so Dinge, wenn man dann die fragte, die das 4-5 Mal schon durchgemacht hatten, entweder als Backup oder dann als erste Besatzung, die das dann schmunzelnd alles aufzählen konnten. Eine weitere Tradition, der Kommandant meldet dem Direktor, Crew und Raumschiff sind einsatzbereit. Markierungen auf dem Boden zeigen, wo jeder stehen muss. Alles ist exakt festgelegt, damit nichts von der bewährten Routine abweicht. Und die Rituale im Bus sind ja auch schon legendär geworden. Das ist der letzte Stopp vor der Startrampe und die letzten Versuche, die Blase dann doch noch für den Start vorzubereiten. Dass dann zumindest der Kommandant auf dem Weg zur Startrampe nochmal aussteigt und gewissermaßen da die Reifen segnet, muss ich gestehen, das ist nicht Pflicht, Gott sei Dank, weil man ist froh, wenn der Raumanzug dicht ist. Macht auch nicht jeder, wer der eben nicht muss. Also ich musste nicht, weil ich eben diesen Ratschlag befolgt hatte. Wir trinken früh nichts mehr. 2,5 Stunden vor dem Start. Angehörige, Techniker und VIPs dürfen dabei zusehen, wie die Crew in die Kapsel steigt. Der Klaps auf den Hintern ist das letzte Ritual auf dem Boden und lockert die Spannung ein wenig. Auch wenn die Sojus eine Zuverlässigkeitsquote von 97,5% hat, bleibt ein Restrisiko. Die startbereite Rakete scheint ungeduldig auf den Start zu warten. Ein respektgebietender Anblick. Diese aufgetankte Rakete, das zischt und faucht. Der flüssige Sauerstoff, der wird permanent nachgefüllt und kondensiert natürlich die Feuchtigkeit in der Luft, bildet Eis außen an den Tanks. Denkmäler, riesige leere Plätze, schnurgerade, scheinbar endlos lange Sichtachsen. Seine Architektur definiert Baikonur als eine Stadt für Helden. Eine Stadt, die immer das Kollektiv, das gemeinsame Ziel, Opfergeist und die Utopie der Moderne im Blick hat. Eine Stadt, die sich nur selten an den Bedürfnissen des Individuums zu orientieren scheint. Die Schule Nummer 3 am östlichen Stadtrand von Baikonur. Auf den ersten Blick ein ganz normales Gymnasium mit Chemieunterricht und Klassenarbeiten wie überall. Die Besonderheit? Hier können die etwa 400 Schülerinnen und Schüler neben dem normalen Unterrichtsangebot auch das Fach Raumfahrt wählen.
Im Werkunterricht bauen die Schüler neben maßstabsgetreuen Nachbildungen von Flugzeugen und berühmten Trägerraketen auch Modelle, die man wirklich abfeuern kann. Danach landen sie am Fallschirm und können erneut startklar gemacht werden. Unterrichtsschluss. Für den Nachmittag ist heute eine Vorführung dieser Raketenmodelle geplant, zu Ehren einer Gruppe von Raumfahrtstudenten aus St. Petersburg. Sie sind zu Besuch, um den bevorstehenden Sojus-Start zu sehen und besichtigen auch die Schule Nummer 3. Direktor Dmitri Schatalow gibt die Kommandos. Protяжка 2. Обратный отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Все штатно сработало. Парашют открылся. Zurzeit kann man in Baikonur miterleben, wie sich am Kosmodrom eine Besatzung für einen Start in den Weltraum vorbereitet. Na, das nennt man gute Vorbereitung. Gerade sind also viele Raumfahrtexperten aus dem Ausland in Baikonur, die dafür sorgen, dass ihre jeweiligen nationalen Raumfahrtagenturen gut mit dem Weltraumbahnhof zusammenarbeiten. Darin sehen wir die Zukunft für die Entwicklung von Baikonur und der Raumfahrtbranche. Auch künftig werden Fachleute aus Europa und anderen Ländern hierher kommen, um an internationalen Luft- und Raumfahrtprojekten mitzuarbeiten. Das Ziel sollte die Weiterentwicklung der Erkenntnisse in der Raumfahrt sein. Eine internationale Kooperation ist immer mehr wert als das nationale Interesse. Wenn die Experten verschiedener Länder zusammenarbeiten, dann ist das Ergebnis immer positiver und der Profit größer, als wenn jeder für sich daran arbeitet. Sieben Uhr abends an der Schule Nummer 3. Es gibt einen weiteren Programmpunkt für die Gruppe aus St. Petersburg. Himmelsbeobachtung mit dem Teleskop. Die Bedingungen sind perfekt. Es ist sternenklar, so wie an über 300 Tagen im Jahr. Anastasia Grishina, 21 Jahre, ist Lehrerin für Astronomie. Sie wird den Gästen die Sterne über Baikonur zeigen. Mich faszinieren die weiten Galaxien, die Tiefen des Weltraums und vor allem beeindruckt mich, dass wir mit Hilfe der Technik etwas sehen können, das mit bloßem Auge nicht zu erkennen wäre. Mit dem Teleskop können wir entdecken, was ein gewöhnlicher Mensch nicht sehen kann. Wir können Objekte beobachten, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, als würde man sie auf der eigenen Handfläche haben. Окуляры кто взял мою сумку? Все, закручиваем. Сейчас Станислава подает запись на дискаве, я покажу. Так, молодец я. Крышку снять забыла. Anastasia ist vor 20 Jahren mit ihren Eltern nach Baikonur gezogen, zu einer Zeit, in der die Stadt ihre schwerste Krise durchlebt. In den 90er Jahren war das Leben in ganz Russland sehr schwer für die einfachen Leute. Auch hier in Baikonur. Es gab Probleme mit der Elektrizität, sodass wir keinen Strom hatten. Auch Wasser und Gas hatten wir nicht. Aber wir sind zurechtgekommen und haben es geschafft, so zu leben. Jetzt leben wir sehr gut. Ich war damals noch klein und habe davon nicht so viel mitbekommen. Um irgendetwas einzukaufen, war man sehr lange unterwegs. So war das aber nicht nur hier, sondern überall. Anfang der 90er Jahre zerfällt die Sowjetunion in einzelne Staaten. Mit der Unabhängigkeitserklärung Kasachstans liegt Baikonur ab dem 16. Dezember 1991 plötzlich im Ausland. Zwar vereinbaren Kasachstan und Russland rasch eine Zusammenarbeit, genaue Einzelheiten aber legen sie nicht fest. Gehälter und Renten werden nicht mehr ausbezahlt. Die Versorgung bricht zusammen. Wir hatten Glück, dass wir in diesen schwierigen Zeiten überlebt haben.
Wir hatten keinen Strom, kein Wasser, kein Brot. 1993 habe ich in St. Petersburg Urlaub gemacht. Und dort wurde eine Gedenkfeier zum Jahrestag der Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg gehalten. Ich dachte, so ähnlich wie bei uns zu Hause muss es damals in Leningrad zugegangen sein. Kein Strom, kein Wasser, kein Brot. Wir haben es wohl noch besser gehabt. Aber die Probleme waren ähnlich. Auch die ESA-Astronauten werden Zeugen der Situation. Zerfall. Das war eine Zeit, wo Russland selbst da niederlag und sich aus des tiefsten ökonomischen und auch ideologischen Krisen erholen musste und eigentlich keine Lust und auch kein Geld hatte, da noch in eine Infrastruktur zu investieren, die ja nur ein paar Tage im Jahr, nämlich in diesen Startvorbereitungen, zum Gelten kam. Also da war wirklich, ich habe nachher das so geprägt, da war jedes Pilmeni, jede Nudel war da abgezählt und da war keine Reserve, kein Puffer mehr. Wir sind auf dem Weg zu diesem Integrationskomplex, kamen wir an so einer Industrieanlage vorbei, die also schon etwas älter aussah. Und ich fragte dann unseren Kommandanten, den Juri Gizenko, was war denn das mal? Und dann sagte der, was heißt, was war das? Dort wird der flüssige Sauerstoff produziert, den wir für die Raketen brauchen. Also das beschreibt vielleicht so ein bisschen die Situation. Auch auf der Raumstation Mir wird es allmählich problematisch. Die geplante Lebensdauer von 7 Jahren ist schon lange überschritten, als Reinhold Ewald und Thomas Reiter auf der Mir arbeiten. Es war eine hervorragende Plattform, um, auch wenn es vielleicht etwas improvisierter teilweise aussah, um wissenschaftliche Aufgaben durchzuführen. Ich habe seinerzeit an 40 verschiedenen Experimenten gearbeitet, aber es war einfach alles etwas spartanischer und die internationale Raumstation, der Aufbau dieser Station hat natürlich von diesen Erfahrungen, die auf der Mir-Station basierten, enorm profitiert. Das Leben an Bord der Station ist geprägt von Improvisationen und Reparaturen. Die Besatzung verbringt einen Großteil ihrer Zeit damit, sich selbst und die Mir in Schuss zu halten. Oft mit einfachsten Mitteln. Wir sind bei uns mehr Perfektionisten. Man versucht dann alles zu optimieren, aber man kann von diesem Ansatz eine ganze Menge lernen, denn wir konnten eben damals mit relativ einfachen Mitteln an Bord der Mir-Station auch Systeme reparieren. Also da konnte man mit Schrauben, Schlüssel, Schraubenzieher, Multimeter, Lötkolben, konnte man eine ganze Menge wieder in Gang bringen. Der Computer fiel dauernd aus. Das waren also dann doch schon relativ brüchige Lötverbindungen. Und die Mir driftete dann aus der Solarorientierung, womit man also auch wieder dann damit rechnen muss, dass die elektrische Energie wegging. Und wenn man das mal 3-4 Wochen durchgemacht hatte als Besatzung, war man auch irgendwo natürlich durch mit Motivation oder auch mit seinen Kräften. Wir haben uns sicherlich am meisten angestrengt, die uns aufgetragenen wissenschaftlichen Programme da oben auszuführen. Und auch die Frage nach, was war das schönste Erlebnis da oben, beantworte ich nicht spontan mit Blick auf die Erde, sondern ich sage die Zusammenarbeit der Crew. Dieses Gefühl, dass wir privilegiert an einer großen Aufgabe arbeiten, aber bitte jetzt auch dann uns auf diese Aufgabe konzentrieren und auch nicht gegenseitig im Wege stehen, sondern eben gegenseitig auch dem anderen helfen, sein oder ihr Programm zu verwirklichen. Das ist das, was ich in der Zusammenfassung nie vergessen würde. Abschied vom All. Die Sojus-Kapsel legt von der Raumstation ab und tritt wieder in die Atmosphäre ein. Dann sieht man, dass die Kapsel außen abbrennt. Das ist auch so gedacht, das muss so sein, weil ich hatte so einen Blickwinkel auf die arabische Halbinsel. Und da ist nun Sand und Sand und Sand. Und plötzlich wurde der Sand, wenn ich wieder hinguckte, rot, also so rötlich. Und da wusste ich, ja, draußen brennt irgendwas.
Wenn man dann so in der Höhe von etwa 12 Kilometern ist, dann wird der erste Bremsfallschirm ausgestoßen. Das ist so ein ganz kleiner Fallschirm, der zunächst dazu dienen soll, die Kapsel auf Unterschallgeschwindigkeit zu verzögern. Und das ist ein sehr dynamischer Moment, weil dieser Fallschirm ist nicht in der Symmetrieachse der Kapsel aufgehängt, sondern etwas außerhalb. Und dann fängt die an, wirklich ganz wilde Bewegungen zu machen, erzeugt enorme Winkelgeschwindigkeiten, sodass man für 20 Sekunden also keine Anzeige, die da vor den Augen ist, überhaupt noch lesen kann. Das passiert mit einem. Da hat man keinen Einfluss, da hat man auch keine Steuermöglichkeit, sondern bis das sich dann ausgependelt hat. Und dann ist nochmal eine Viertelstunde bis zum Boden. In der Höhe von einem Meter zünden dann nochmal die Bremstriebwerke, verringern die Sinkgeschwindigkeit von 6 auf 4 Metern pro Sekunde und mit diesen 4 Metern setzt man dann auf. Fühlt sich so ein bisschen an wie ein mittlerer Autozusammenstoß. Wir hatten eine ruppige Landung, weil wir starken Wind hatten. Wir wurden über die Steppe gezogen und dann sind wir ein bisschen gekullert und dann war Ruhe. Und ich war benommen so ein bisschen. Thomas Reiter landet bei bitterem Frost. Nach fast 180 Tagen im All ziehen ihn die Helfer aus der Kapsel. Ich bin dann auch da rausgekommen und habe leider mich auch dann in einige dieser Gurte, die da natürlich auch in der gewohnten Art und Weise darunter hängen, etwas verheddert und steckte da jetzt so mit den Armen nach unten in der Luke drin. Und irgendwie einer der Ärzte, der das sehr gut meinte, der kam dann mit so Riechsalz und das war also furchtbar. Das kann man sich vorstellen, wenn man sich da nicht wehren kann. Und das hat dann vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich da erstmal einen Moment durchatmen musste. Das war nicht so einfach. Russland zahlt für die Nutzung Baikonurs jährlich umgerechnet 200 Millionen Euro Pacht. Um diese Ausgaben zu sparen, soll in Wostochny ein neues Kosmodrom auf russischem Boden entstehen. Große Sorgen macht man sich in Baikonur noch nicht. Die Versorgung ist gut, es geht wirtschaftlich aufwärts. Baikonur lebt in einer Gegenwart, die mehr von Realitätssinn als von Ideologie und Pathos der Vergangenheit bestimmt zu sein scheint. Wir Veteranen vom Kosmodrom lieben unsere Stadt sehr. Die Menschen, die unsere Stadt verlassen haben, leben mit dem Gefühl, wir sind Veteranen von Baikonur. Die nächste Generation ist da anders. Die ist vielleicht nicht so engagiert, was die Raumfahrt und unsere Stadt angeht. Die hat andere Prioritäten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Kasachstan Baikonur komplett aufgeben wird. Was vorstellbar ist, ist, dass dort dann einfach in Zukunft nicht mehr so viele Starts stattfinden, dass möglicherweise auch die bemannten Starts mehr und mehr nach Wostochny bewegt werden. Aber als möglichen Startplatz würde ich mich sehr wundern, wenn man das komplett aufgeben würde. Russland hat auf absehbare Zeit das Monopol, zuverlässig Menschen ins All zu bringen. Baikonur wird noch viele Raketenstarts sehen. Und die Wüste von Kasachstan noch lange das Tor der Menschheit in den Weltraum sein.